Bayred ist ein Open-World-RPG, in dem man als verfolgter Exilant gegen ein tyrannisches Imperium kämpft, das dein Land unterdrückt. Hier sind die wesentlichen Elemente des Spiels. Man schlüpft in die Rolle eines Rebellen, der sich gegen das Imperium erhebt, um die Unterdrückung zu beenden und Gerechtigkeit für sein Volk zu erlangen. Die Aufgabe besteht darin, eine Widerstandsbewegung aufzubauen, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und den Einfluss des Imperiums zurückzudrängen. Im Wesentlichen müsst ihr Quests erledigen, die euch das Vertrauen der Dörfer einbringt, welche ihr im Questverlauf befreien müsst. Man erkundet eine offene Welt, die aus Städten, Dörfern, Wäldern und Burgen besteht. Es gibt viel zu entdecken, man kann taktische Angriffe auf imperiale Außenposten oder wichtige Standorte planen. Man muss Ressourcen wie Nahrung, Waffen und Baumaterial sammeln. Diese werden benötigt, um das Lager aufzubauen und zu erweitern. Man kann Dorfbewohner aus fremden Dörfern rekrutieren, die einem beim Bewirtschaften helfen. Man startet mit Stufe 1 Gebäuden, die eher dürftig aussehen. Im Verlauf des Spiels könnt ihr aber bessere Gebäude erforschen und bauen. Man kann sich mit seinen Dorfbewohnern Truppen zusammenstellen, die einem bei der Verteidigung oder bei Angriffen helfen. Es gibt actionreiche Kämpfe gegen die Truppen des Imperiums. Taktik spielt eine wichtige Rolle, da du dich sowohl in Einzelkämpfen als auch in größeren Schlachten gegen die feindliche Übermacht behaupten musst. Das Spiel legt großen Wert auf taktische Planung und geschickte Ressourcenverwaltung. Du entscheidest, wie du deine Armee organisierst und welche Gebäude du errichtest, um deine Position zu stärken. Als Anführer der Rebellion stehst du immer wieder vor moralischen Entscheidungen. Du musst abwägen, wie du das Vertrauen der Bevölkerung gewinnst, mit welchen Mitteln du kämpfst und welche Opfer du für das Wohl der Sache bringen willst. Das Spiel ist eine Mischung aus strategischem Bauen, Ressourcenmanagement, Actionkämpfen und moralisch komplexen Entscheidungen in einer düsteren, mittelalterlichen Welt. Basierend auf mehreren Rezensionen scheint Bayred ein vielversprechendes, mittelalterliches Open-World-Survival- und Strategiespiel zu sein, insbesondere für Fans von Dorfmanagement, RPG-Elementen und taktischen Kämpfen. Das Spiel befindet sich jedoch noch im Early Access und weist einige Probleme auf. Viele Spieler haben das schwierige Gameplay und die frustrierende Kampfmechanik bemerkt. Einige melden auch Fehler, insbesondere im Mehrspielermodus, und sind der Meinung, dass es dem Gesamterlebnis manchmal an Tiefe oder Glanz mangelt. Da ich persönlich viel Wert auf das Bauen lege, scheidet dieses Spiel für mich aus, da man tatsächlich nur vorgefertigte Gebäude bauen kann. Für mich war es anfangs auch wegen der schweren Kampfmechanik etwas kompliziert und bis man sich in das Ressourcenmanagement hineingefuchst hat, ist auch sehr viel Zeit vergangen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bayred einen Blick wert sein könnte, wenn man Spiele wie Mount & Blade oder RimWorld mag und sich mit den typischen Ecken und Kanten von Early Access Spielen auskennt. Wenn man jedoch keine kniffligen Mechaniken oder ungeschliffene Kämpfe mag, sollte man vielleicht auf weitere Updates warten. Da ich das Spiel nun durchgespielt habe, ist das Let's Play auch bis zu einem nächsten größeren Update vorerst vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye!